WDR Zeitzeichen. Stichtag heute, 10. Dezember 1991. Der Filmregisseur Rosa von Braunheim outet Prominente als homosexuell. I am what I am. Ich hatte Happe Kerkeling einen Tag vorher angerufen, ihm auch erreicht und ihm gesagt, ob er sich vorstellen kann, sich selber zu bekennen. Und da meinte er aber vorerst nicht. I am my own. Ich habe mir nur gedacht, also was geht denn jetzt ab? Was mischt der sich ein? Special Creation. Isabel rief mich damals an, glaube ich. Oder wir haben telefoniert während der Sendung. Und wir wollen Isabel Varell zu uns bitten, die Freundin, die eben schon erwähnt wurde. Also ich erinnere mich, dass HP mich anrief tagsüber und hat mir angekündigt, dass irgendwie abends im Fernsehen was passiert. Mhm. Und diese Sendung war damals schon irgendwie bekannt dafür, dass Outings passieren oder dass reißerische Dinge passieren. So, come take a look. Give me the hook. Body ovation. Schluss mit Tabus und Diskriminierung, sagt Rosa von Braunheim, der Filmemacher. Heute ist er in der RTL Plus Fernsehsendung Heißer Stuhl um 22 Uhr zu sehen und zu hören. Im ersten Moment habe ich gedacht, oh Gott, was denkt meine Tante Lisbeth? Die ist Nonne im Kloster. Wenn die das jetzt sieht, bin ich geliefert. Und das war ich dann auch erstmal. Guck dir Bio an zum Beispiel. Der ist unheimlich beliebt. Ja? Der Sendung, der ist morgen wieder auf dem Kanal. Warum kann der nicht einfach sagen, ich bin schwul? Und ich empfand es eigentlich wie so einen Schlag. Aber dieser Schlag kam an irgendeinen Wirbel, der verrenkt war. Und der hat den ausgerenkt. Und irgendwie war das auch ganz gut. Und seither ist Ruhe im Karton. War dieses Outing, war das damals wirklich nötig? Ich wusste, dass das Sympathieträger sind, denen nichts Schlimmes passieren würde. Also insofern, Kerkeling und Biolek waren ja sehr, sehr beliebt. Und das hat sich ja auch bestätigt. Ich war der Buhmann, der beschimpft wurde. Aber die beiden schwammen ja in der Welle von Sympathie. It's my world that I want. A little pride in. Hallöchen, ich bin's, Olivia Jones, und ich habe ein Buch geschrieben, Keine Angst in Andersrum, eine Geschichte vom anderen. Ich kann mich daran erinnern, weil das ein riesengroßer Skandal war und ich ja auch selber damals auch ein Problem mit meiner eigenen Homosexualität hatte, weil so einfach war das nicht und es war eine andere Zeit. Die Aufregung wurde ja dann durch die Bild-Zeitung auch noch multipliziert. Und so, dass es eigentlich niemanden entgehen konnte, selbst wenn er die Sendung nicht gesehen hat. Und dagegen würde ich einen Aufschrei durch die Gesellschaft, weil das waren zwei so prominente Personen, Hape Kerkeling und Alfred Biolek. Und ich fand es auch wirklich erschreckend, wie die Gesellschaft reagiert hat, wie die Medien reagiert haben, dass es so ein großes Thema ist. Das ist halt Rosa von Braunheims Art, zu provozieren, da auch mal ein bisschen rücksichtslos zu sein. Aber es war eine wichtige Diskussion. Es war politisch die Diskussion gerade, weil die AIDS-Zahlen in Deutschland anfingen zu steigen. Man unterhielt sich darüber und die Schwulen sagten, wir müssen eben schauen, dass wir zeigen, es gibt Stars, die schwul sind, ob sie es wollen oder nicht. Das war sehr, sehr riskant, das Outing, weil es so ein Eingriff in die Privatsphäre ist und so ein an Sexualität, an die Öffentlichkeit zerren ist, an was vielleicht andere Leute, die vielleicht nicht so stark gewesen wären, zerbrochen wären. HP ist ja ein sehr empfindsamer Mensch und damals wirklich diese... Ich bin kein Weichei. Manchmal schon. Nein, aber ich hatte große Sorge, was das mit ihm macht. Ich habe einen Tag später den Bambi bekommen in Wiesbaden von Frank Elstner. Und als ich da auf der Bühne stand, dachte ich immer, alle denken, ich bin schwul, alle denken, ich bin schwul, alle denken, ich bin schwul. Jeder weiß es jetzt. Was mache ich jetzt damit? Bleib ruhig, bleib ruhig. Mhm. Und dann saß da Udo Jürgens und Walter Scheel saßen da. Und die haben sehr freundlich gelächelt, so nach dem Motto, Junge, jetzt stehst du schon durch. Und das hat die Sache leichter gemacht und es hat tatsächlich nicht geschadet. My world, and it's not a place I have to hide in. Rosa von Braunheim ist ein ganz außergewöhnlicher Filmemacher, aber auch ein öffentlicher Aufmerksamkeitserreger, einer, der für die Rechte der Schwulen kämpft. Kompromisslos, antibürgerlich, radikal. Seine Jugend verbringt er im Frankfurter Stadtteil Braunheim. In Gedenken an alle Homosexuellen, die in den Konzentrationslagern der Nazis Rosa Winkel als Erkennungszeichen tragen mussten, nimmt Holger Mischwitzki in den 60er Jahren das Pseudonym Rosa an. Der adlige Nachname leitet sich vom damaligen Wohnort ab.
ein störrischer, ein eigenwilliger, ein undiplomatischer Charakter. Das sagt Rosa von Braunheim über sich selbst. Der Regisseur gilt ja als Tabubrecher, als einer, der eine Gegenöffentlichkeit schafft. Vor allem, seit er einen Film über schwule Nazis gedreht hat. Er selbst hat sich mal als den produktivsten schwulen Filmer der Erde bezeichnet. Life's not worth a damn till you can say, hey, what I am, what I am. Also man hat sich natürlich sofort die Gedanken gemacht, was hätte das bedeutet, wenn X oder Y geoutet worden wäre. Und aus heutiger Sicht war das damals von Rosa von Braunheim sicherlich eine Grenzüberschreitung, ein Tabubruch. I am what I am. Also ich bin Helmut Metzner und seit 2009 Mitglied im Bundesvorstand des Lesben- und Schwulenverbandes in Deutschland. Ja, man muss das alles vor dem Hintergrund der Tatsache sehen, dass im Zusammenhang mit der beinahe hysterischen Umgehensweise mit HIV/AIDS natürlich die Homosexuellen insbesondere ins Blickfeld geraten sind als die Risikogruppe. Es ist auch irgendeine Krankheit, die man gar nicht im Griff hat im Moment. Die Zahl der Sexualkontakte erhöht das Risiko. Es geht um Außenseiter der Gesellschaft, um Homosexuelle und Drogensüchtige, die an der Spritze hängen. Tätowierung von Positiven mit Aussonderung und was es da auch gibt, da muss ich sagen, das ist schon also für mich ein ganz rapider Rückfall in ein ganzes Stück Unmenschlichkeit. I don't want praise. I don't want pity. Naja, es war teilweise bedrohlich, besonders eben für schwule Männer. Also dann gab es Gerüchte, dass die dann Lager einrichten wollten. In Bayern gab es ja auch den Gauweiler, der ein ziemlich scharfer Hund war, wo wir auch protestiert hatten. Und man sagte, ja, Schwule dürfen nicht mehr in Gaststätten arbeiten oder als Pflegepersonal und so ein Unsinn. Es war wichtig, dass wir auch eine Unterstützung kriegen von den besonders schwulen Männern, die Verantwortung, ob das in der Politik war oder Wirtschaft oder Leute, die eben mächtig waren, dass wir da nicht so allein gelassen werden. Am 2. Oktober 1985 starb der Frauenschwarm Rock Hudson als erster Hollywood-Star an AIDS. Seine Krankheit hatte er ein Jahr zuvor bekannt gegeben, seine Homosexualität nie. Die Motivation war einfach gerade in dieser Krise, wo so viele Leute um mich herum sterben, an Freunden, an Bekannten, dass ich nicht einfach nur so glamourös durch die Talkshows tanze, sondern dass ich auch was tue, also dass sich was ändert. Der Leadsänger und Komponist der britischen Rockgruppe Queen, Freddie Mercury, ist in London an den Folgen einer AIDS-Erkrankung gestorben. Er wurde 45 Jahre alt. So war besonders in Amerika, wo ich dann auch zu dem Thema gedreht habe, besonders schlimm. Ich meine, wenn Sie in eine Gruppe kommen von Leuten, die dann sagen, ja, ich muss jetzt Blindenschrift lernen, weil ich blind werde durch meine Erkrankung, oder Sie kommen an ein Krankenbett und eine Woche später ist derjenige tot. Das war psychisch sehr schwierig. I bang my own drum. Some think it's nice, I think it's pretty. Das Outing war der Höhepunkt und danach war ich auch ziemlich erschöpft von diesem ganzen Leid, muss man sagen. Ne? Was besonders schmerzhaft war, dass ich aus den eigenen Reihen, aus schwulen Kreisen Negatives gehört habe. Das heißt, auch die, die vorher pro Outing waren, warfen mir dann vor, ich mache das nur aus Reklamegründen und so weiter. Das hat wehgetan. Also das war natürlich eine Sensation im neutralen Wortsinne, dass da jemand öffentlich gemacht wird, was sein Privatleben angeht. Heute kann man sich das kaum noch vorstellen. Außer im Sport gibt es ja allenfalls Schulterzucken, wenn der Hinweis kommt, dass es sich um einen Homosexuellen oder eine Homosexuelle handelt. So what? If I love each feather and each spangle. Zumal inzwischen ja 25 Jahre ins Land gegangen sind und sich allerhand bewegt hat. Wenn Sie zum Beispiel sehen, dass der Friedenspreis des Buchhandels an Caroline Emke gegangen ist, hat sie ja sehr sensibel deutlich gemacht, wie viel Normalität oder Nicht-Normalität in diesem Vorgang steckt und was politisch noch zu tun ist. Es ist leider Gottes nach 25 Jahren immer noch ein großes Thema. Natürlich ist die Gesellschaft liberaler, aber es gibt auch im Moment gerade auch so einen Rechtsruck und einen konservativen Ruck und eine Angst vor allem, was irgendwie anders ist. Why not?
try to see things from a different angle. Mir hilft natürlich Olivia Jones als Sprachrohr, so ein extrovertierter Paradiesvogel, da hört man natürlich eher hin, als wenn da so eine graue Maus um die Ecke kommt. Und ich kann natürlich auch etwas spitzer formulieren, ohne dass die Leute mir das so übel nehmen, weil ich ja immer noch in Anführungsstrichen so eine Art bunter Clown bin. Längst überwunden geglaubte Diskussionen beginnen von neuem. Plötzlich muss man sich als Homosexueller wieder rechtfertigen. Es verunsichert mich natürlich sehr, wenn ich plötzlich mitbekomme, dass ich auch im Freundeskreis mit Reaktionen konfrontiert werde, wie, na müsst ihr das immer nach außen zeigen müssen, immer alle das sehen können. Zum Beispiel, dass eine Familie am Schwimmbad steht und eine Familienkarte haben möchte und dann an der Kasse gesagt wird, sie sind aber keine richtige Familie, eine richtige Familie ist nur Mutter, Vater, Kind. Homophobie begegnet mir vor allen Dingen nahezu tagtäglich in der unterschwelligen Art. Also wenn ich hier vorm Haus stehe und einem Freund zum Abschied einen Kuss gebe und der Besitzer des benachbarten Cafés brüllt, sowas will er vor seinem Café nicht sehen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man immer weiter beobachtet die politische Situation, dass man wach ist, dass man überhaupt politisch ist. Also viele Schwule hatten sich früher zurückgezogen, weil sie natürlich Angst hatten und wollten nicht auffallen und wollten auch nicht für ihre eigenen Rechte kämpfen, weil das hieße ja, dass sie sichtbar werden. Und das wünsche ich mir weiterhin. Einfach Sichtbarkeit. Your life is a sham till you can shout out loud, I am what I am. Aber es ist natürlich bei mir auch so, dass ich auch merke, dass es eine ganze Menge Kraft kostet. Weil da auch so ein Gegenwind ist und man das selber gar nicht so verstehen kann, weil für mich ist meine Homosexualität was ganz Selbstverständliches. Ich kenne so viele und letztlich kann es ja auch jedem egal sein. Es greift ja auch keinen an. Männer, die Männer lieben, Frauen, die Frauen lieben, und deswegen wundere ich mich immer, wo dieser Hass herkommt. I am what I am, and what I am needs no excuses. Es gibt leider Gottes eine ganze Menge Leute, die sich immer noch nicht outen wollen. Aber ich würde nicht auf die Idee kommen, die Leute zu outen, weil das ist ein Schritt, den sollten sie selber tun, und zwar für sich. Es liegt einem ja immer wieder auf der Zunge, irgendwie Leute zu outen, besonders die eben nicht sehr solidarisch sind, auch als Schwule anderen Schwulen gegenüber. Also die anti-schwule Politik machen, so wie das eben die katholische Kirche macht. Da hätte man schon Lust, da einige Namen zu nennen, um diese Bigotterie einfach mal anzugreifen. Aber das mache ich nicht mehr, das müssen andere machen. Heutzutage würde man das vielleicht allenfalls mit den größten Pharisäern unter den Homophoben, den Homohassern machen, wenn sie denn selber insgeheim homosexuell leben würden. Rosa von Braunheims Outing-Kampagne im Jahre 1991, bei der er Prominente ohne deren Einverständnis im Fernsehen als homosexuell enttarnte, brachte ihm harsche Kritik ein. Dennoch löste er damit einen Trend aus, der heute dazu führt, dass sich immer mehr Menschen aus Politik und Gesellschaft freiwillig zum Schwul- oder Lesbischsein bekennen. Deswegen sage ich heute, damals war das nicht richtig, es zu tun. Aber aus heutiger Sicht war es nicht falsch. Ich glaube, heute rückblickend sieht man das als eine politische Aktion an und sieht das positiver als damals. There's one life, and there's no return and no deposit. One life, so it's time to open up your closet. Man muss immer wieder kämpfen. Viele denken dann, ja, heute braucht man gar nichts mehr zu machen und das ist alles wunderbar. Aber ich glaube, das Bekenntnis, dass man anders ist, ist immer noch ganz, ganz wichtig, wie immer man auch anders ist. Ich meine, das gehört zum Menschsein dazu, dass wir unterschiedlich sind und dass wir auch so akzeptiert werden wollen in diesen Unterschieden. Life's not worth a damn till you can say, hey, world. Deswegen freue ich mich über jeden, der sich selber outet, nicht der, der geoutet wird, sondern der sich selber outet. Das ist natürlich schwulenpolitisch immer super, dass es einfach zeigt, dass Schwule ein großer Teil der Gesellschaft sind und da keiner vor Angst haben muss. I am what I am. Im Zeitzeichen erinnerte Martina Meissner an Rosa von Braunheims Outing von Prominenten als homosexuell heute vor 25 Jahren. Redaktion Michael Rüger.
Zeitzeichen Morgen über den Abenteurer und König von Korsika, Theodor von Neuhoff. Zeitzeichen. Täglich morgens um 9:45 auf WDR 5 und abends um 5:45 auf WDR 3. Und jederzeit hier im Netz. WDR.de.